So, ihr Lieben, wollen wir mal die Bienen für die Begattungsvölker sammeln? Die müssen über so ein Drohnensieb laufen, da ich auf die Belegstelle keine Drohnen mitnehmen darf. Und erfunden worden ist mal so ein Trichter hier, was eine sehr gute Sache ist. Den esse ich ein bisschen ein mit ein bisschen Wasser, dass die Bienen leichter runterpurzeln. Und dann nehme ich mir eine Wabe aus dem Honigraum. Ich habe gesehen, dass einige Leute an den Brutwaben suchen nach Begleitbienen für die Begattungskästen. Das ist eigentlich unnötig, weil wenn ihr zu Mittagszeit am Honigraum seid, sitzen hier im Augenblick nur die Reservebienen des Volkes auf. Ein bisschen Rauch, dann saugen sie sich ein bisschen voll mit Honig. Dann haben sie es ein bisschen leichter. Und dann einfach ab dafür. Und ihr seht, wie ich abkehre. Es wird nicht gestrichen. Und oh, ich muss die Bienen streicheln. Nein, das geht voll schief. Also dann werden sie aggressiv. Abkehren tut man, indem man kurze Stöße macht. Und dann fallen die Bienen runter. Das ist für die Bienen wesentlich weniger belastend, als wenn ihr so rüberstreicht. So macht man es richtig. Hab in einigen Videos gesehen, dass manche Kollegen, die wirklich die Bienen streicheln, das wollen die nicht. Die wollen nicht von euch gestreichelt werden. So, nächste Wabe. So, Wabe Nummer 2 in so einen Kunstschwarm. Ja, aber es ist schwer gesagt. Man braucht für 10 Kästen etwa 1,5 Kilo Bienen. Und wenn man den Honigraum ausräumt, etwa, ja, will behaupten, so 10 bis 15 Waben, wenn ihr 10 Kästen auffüllen wollt, sind sinnvoll. So, in diesem Schwarm sollten jetzt eigentlich genug sein. Das war nämlich nicht die erste Wabe. So, zur Sicherheit nehmen wir hier nochmal einen Stoß Bienen mit. Aber da sollte der Schwarm stark genug sein, damit ich damit meine Begattungskästen, meine 10, die ich heute befüllen möchte, befüllen kann. Wie oft kann man das Bienenvolk schröpfen auf diese Art und Weise? Also ich schröpfe für die Zucht durchgehend 10 bis 15 Völker. Und das kann man machen etwa, ja, alles einmal die Woche quasi, wenn man es so macht. Weil, wie gesagt, man schröpft nur die Reservebienen und die Bienen verkraften das sehr gut. Ich nehme dem Volk nicht so viele Bienen weg. So, ich denke, der Schwarm ist stark genug. Jetzt müssen wir sie übers Sieb laufen lassen. So, ich habe vergessen, meine Brutschrankkönigin einzurechnen. Der Schwarm muss größer werden, ich brauche mehr Kasteln. Also noch ein paar runter. Auch bei dieser Arbeit sind die Bienen eigentlich gar nicht so angriffslustig normalerweise. Also die sind hier auch ganz friedlich gerade. Weil die mit dieser Situation nicht ein Abwehrverhalten aufbauen. Und sobald sie in der Kiste sind, sind sie eher ein Schwarm und mächtig friedlich. Noch eine Sicherheitswabe, wir wollen es wirklich wissen. Sollen kräftige Begattungskästen werden. Man sollte sie auch nicht zu stark füllen, die Begattungskästen, aber sie sollen schon einigermaßen kräftig sein, damit sie nicht beräubert werden auf der Belegstelle. So, wenn wir genug Bienen gesammelt haben, ist es an der Zeit, den Schwarm übers Drohnensieb laufen zu lassen. Das Ding ist zweiteilig, das ist das Plöner-Sieb, nennt sich das, glaube ich, bin mir nicht ganz genau sicher. Und idealerweise wäre, wenn ich mir mal eine Vorrichtung baue, dass ich den Trichter auf das Unterteil kriege. Egal, wir stoßen das Ganze einmal kräftig auf. Die Bienen sind unten. Ein kräftiger Schwarm. Nur jetzt ist die Sprühflasche nicht versagen würde, wäre vieles leichter. So, kurz noch mal etwas anfeuchten, die Geschichte. So, Bienen nach unten. Und dann wird der Schwarm in das Sieb geschüttet. Wow, das ist ein guter Schwarm, das ist okay. So. Dann wird das Sieb vorsichtig wieder runtergelassen.
Normalerweise hat man da einen Nagel dazu, aber ich habe ihn wieder verloren gebracht. Ungut. Hält nicht. Schlecht. Ganz schlecht gerade. So, Deckel drauf auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Blitzschnelle Improvisation. Ich habe eine Idee. Finde das richtige Mittel. Passt. So geht's auch. Und Trick 17. Damit die ganzen Bienen etwas schneller durchs Drohnensieb marschieren. Eine junge, frisch geschlüpfte Königin. Und da das Ganze sich jetzt hier als Schwarm fühlt, werden die Arbeiterinnen innerhalb der nächsten 30 Minuten nach oben klettern. Einfache Geschichte. So, circa eine Stunde später sollten die meisten Bienen nach oben geklettert sein. Ich brauche das gar nicht kontrollieren, weil ich weiß es. Und jetzt lasse ich das Ding ganz nach unten sinken, vorsichtig. Und zwinge auch die restlichen Bienen, die noch unten gesessen haben, außer die Drohnen natürlich, nach oben zu kommen. Das lassen wir jetzt noch 5 Minuten stehen und kümmern uns um die Begattungskasteln. Kist von einheimischen Eingeborenen wurde mir gesagt, es heißt nicht Kastel, sondern Kisten. Kistel. Sage Begattungskasten, reden wir Hochdeutsch, ist ja wurscht. So, einfach das fertig präparierte Begattungskistel. Begattungskasten. Okay, ich bringe das nicht mehr zusammen, also bitte verzeiht mir das, ja. Futterteich ist drin. Dieser Futterteich ist auch nicht zu weich, sodass er nicht zu schnell läuft. Fertig präpariert. Einfach auf den Kopf. Und diesen Schieber auf. So, machen wir alle, die wir dabei haben, einmal soweit fertig. Das Schöne ist, wenn ich nicht so viele Königinnen habe, habe ich Zeit zum Filmen. Die echte Zucht geht bei mir nämlich erst im Juni richtig los. So habe ich Zeit zum Experimentieren und zum Filmen. So. Nagelneue Kieler noch unbenutzt. Einmal alle Klappen auf. Die Fluglöcher zu, das dürfen wir nicht vergessen. Ist zu, habe ich gestern alle zugemacht oder was? Ja, das ist offen. So, wir wollen ja keine Bienen im Auto. Das macht wenig Freude. So. Das hängt drüber. Okay. So, ist zu, passt. Und da haben wir Nummer 10. So, perfekt. Vorbereitet, widmen wir uns wieder dem Schwarm. Die Sprühflasche ist einsatzbereit. Ein kleines Messbechereinheit. So ein schöner Becher voll Bienen reicht in der Regel für ein Kästchen. Man kann auch eine Suppenkelle nehmen. So, holen wir uns den Schwarm daher. Und dann, wenn die Königin dabei jetzt runterfällt, die hier hängt, ist nicht schlimm, das macht ihr nichts aus. Wir müssen den Schwarm einmal aufstoßen, dass er runterfällt. So. Wasser. Die Königin ist natürlich beim Deckel aufmachen runtergefallen, ist ja logisch. So, Königin außen.
und die ganze Mannschaft etwas durchnässen. Diese Sprühflasche ist ein Witz. So, starten wir. Den ganzen Schwarm einmal voran. So, und das noch, wenn wir uns noch ein bisschen nass machen. Dann schnappen wir uns einen schönen Schöpfer voll Bienen. Und hinein ins erste Kastel. Zugemacht. Fertig. Der nächste bitte. Abflug, nicht in das Gesicht. Zugemacht. Fertig. Und dann geht es so weiter. So, und wenn alles fertig ist, dann öffne ich das Kastel hier. Das Kistel. Ein paar Arbeiterinnen sind nicht hochgegangen und hier sind einige Drohnen. Die entlassen wir wieder in die Freiheit. Die werden schon wieder rausfliegen nach der Zeit. Jetzt haben wir 10 fertige Kästchen. Und jetzt beginnen wir diese zu beweiseln. Es gibt alte 2 Methoden. Ich beweisel sie mit einer frisch geschlüpften Königin. Oder ich beweisel sie mit einer schlupfreifen Zelle. Normalerweise lässt man dieses ganze Geschichte jetzt über Nacht stehen, beweiselt sie erst dann. Ich mache das aber immer in einem Arbeitsschritt und ich habe eigentlich keine negativen Erfahrungen damit. So, mit einer frisch geschlüpften Königin ganz einfach, kurz einen Schub Wasser drauf. Lauwarmes Wasser reicht oder handwarm, völlig ausreichend, das braucht nicht saukalt sein, mag die Königin nicht so gerne. Dann schiebe ich dieses Loch beim Kieler einmal kurz auf und stecke die Königin oben drauf. 1, 2, 3, Königin ist drin, das war's. Da diese sowieso gerade in Schwarmlaune sozusagen jetzt sind, nehmen sie die Königin 100% an. Zweite Methode, schlupfreife Weiselzelle. Das Ganze ist viel einfacher. Kurz einmal aufstoßen, Kastel hoch. Ein bisschen Futterteig läuft da immer über, das ist aber nicht weiter schlimm. Und dann einfach die Zelle hier an die Seite ranhängen. Folie wieder zu, Kastel zu, fertig. Die ist zu 100% angenommen, das funktioniert am besten. So ihr Lieben, das war die ganze Kunst des Begattungskästen füllen. Wie gesagt, nicht ganz nach Lehrbuch, die meisten lassen es über Nacht stehen, aber ich habe gute Erfahrungen, es so zu machen. Ich fülle die restlichen auf. Danke euch fürs Zusehen und schaltet wieder ein.